Finger weg von meinem Arsch, ne? So auf die Art. Gefängnisse und Irrenhäuser, viel gemein. Ja, London! Hey, du da! Das reicht jetzt! Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn, musste sie doch herbringen, oder? Tschüsse, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen riesen Aufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutekel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konnt sie doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Super. Finger weg von meinem Arsch, ne? So auf die Art. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Ich mag wieder hier bleiben, ganz ehrlich. Oh, das ist aber eine Ratte. Nicht mehr normal. Okay. Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Tag. Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht. Mach mal Platz, ey. Da vorne ist das Tageslicht. London. Was passiert jetzt? Nocturngasse. Garantiert. Ich kann die Kamera nicht mehr steuern. Zu viel Harry Potter gelesen. Schüttet mich im ganzen Leib. Okay. Widerlich. Zurück ins Wunderland. Auch schön. Da fliegt sie hinab. Wo bin ich jetzt? Im schönen Europa. Bitte. Ah, nee. Warte. Das Schloss der Herzkönigin. Ja, das freut mich aber. Die Kartenbrücke. Okay. Das sieht zum Schreien aus, ganz ehrlich. Okay, das habe ich so jetzt wirklich in keinem Spiel noch gesehen. Fehlt bloß noch eine Rutsche auf Karten. Uhlala! Bei mir. Ups. Also die Röhren. Also. Quatsch. Röhren. Hui! Wie wenn ich es gewusst hätte, ganz ehrlich. Ups. Lalala. Ey, das macht ja richtig Spaß hier. Ist das geil. Hopp.
Jetzt sind wir im Schloss der Herzkönigin, so wie es aussieht. Wenn es die Herzkönigin ist, ich kenne die. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es die Kreuz oder die Herz war. Aber, verdammt. Aber nach all diesen Wanddekorationen scheint es wohl eher das Schloss der Herzkönigin zu sein. Das da oder das da? Die Tierkanone. Plups. Ja. So sieht auch mal ganz nett aus. Ups, sorry. So, dann habe ich das nämlich auch hinter mir. Ja. Oh. Das ist ja nett. Das ist ja richtig nett. Ups. Was passiert hier? Leute? Mag ja sein, dass ihr da so schnell durchblickt, aber ich bezweifle doch, dass ich da durchkomme. So, schnell durchlauf. Mach's einfach mal. Ohne Rücksicht auf Verluste, aber ich komme da nicht rüber. War mir gleich klar. Gibt's hier irgendwie eine Art Umweg oder so? Ich meine, dass keine Gegner vorkommen, das freut mich natürlich ungemein. Hoppla. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. The River of Oblivion. Auch schön eigentlich. Aber es gibt ja leider schon den Lake des Oblivion. Und dem will ich nicht im Wege stehen. Jetzt wisst ihr, was das da auswirkt, wenn ich da drauf stehe. Was bringt das? Ich sehe überhaupt keinen Unterschied, ganz ehrlich. Entschuldigung, Leute, aber ich blick da hier so gerade nicht durch. Ihr solltet mich jetzt besser nicht sehen, wie ich da hocke. So richtig ratlos. Was bringt das? Dieses Feld, was bringt das? Ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn nicht. Ich komme nicht mal da oben drüber, obwohl ich eigentlich drüber kommen sollte. Das hat doch auch bestimmte Bedeutung. Das komische Laub. Kann ich vielleicht den Herzkönig irgendwie abschlachten? Nee. Geht nix. Kurz mit der Kaffeetanne. Kanne.
Oh. Warte. Sieht ja an sich eigentlich auch schön aus. Platz. Ja, sieht ganz toll aus. Jetzt nur mal was bringen würde, aber... Da runter? Nee, da geht's auch nicht runter. Leute, was muss ich machen? Installera. Ganz ehrlich, Leute, ich verstehe von dem Prinzip gerade null. Wie soll ich darüber kommen? Da müsste ich eigentlich rein theoretisch durchfallen. Aber das erscheint mir mehr oder weniger die Rückseite von allen Karten zu sein. Kann es sein, dass alle Karten von hinten genau gleich aussehen? Ich muss mich doch von einer Karte zur anderen teleportieren lassen können, oder? Ach. Ich schaue mich einfach mal so etwas getarnt um. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringen sollte. Aber anscheinend bringt es nichts. Hello guys. Very sorry about this, but... Ja. Ich glaube, ich lege mal eine kleine Pause ein. Ich komme nicht weiter, Leute, sorry. Diese Karte steht etwas schief da. Kann aber keine Bedeutung haben, oder? Glaube ich ja weniger. Nee, das kann eigentlich keinerlei Bedeutung haben. Kann ich mir schwer vorstellen. Ups. Okay, Leute, ich komme gerade nicht weiter, sorry. Ich glaube, ich gucke einen Walkthrough nach, weil das Let's Play geht so schon ewig und drei Tage. Also, man sieht sich. Ciao.